Weltweit haben Christen heute an Prozessionen zum Karfreitag teilgenommen, auch in Deutschland. Im unterfränkischen Lohr am Main verfolgten mehrere tausend Menschen den Umzug durch die Altstadt. Er hat eine jahrhundertealte Tradition. Ella und Pauline gehen heute zum ersten Mal mit bei der Karfreitagsprozession, dem katholischen Brauch, der an das Leben und den Tod Jesu Christi erinnert. Also wir müssen dann die Kelche vorm Kreuz tragen. Ja. Und die roten Bänder sollen das Blut von Jesus darstellen. Die Träger der historischen Statuen stammen meist aus Handwerkerfamilien. Auch Paulines Opa ist seit seiner Kindheit dabei. Zünfte und Vereine pflegen und erhalten die Figuren schon über Jahrhunderte. Ich finde es ganz toll, dass sie jetzt dabei ist. Und es geht wieder über die Generationen weiter. Und das sollte in Lohr ja auch Tradition bleiben. Ella und Pauline ziehen jetzt 90 Minuten lang durch die Lohrer Altstadt, begleitet von dumpfen Paukenschlägen und vielen tausend Gläubigen. Den Lohrer Umzug gibt es seit mehr als 350 Jahren. Seine Botschaft aber, die Geschichte vom Leid Jesu, könne auch heute noch auf die Gesellschaft übertragen werden und stehe für die Menschen, die Ablehnung erfahren. Von daher sind es gerade diese Menschen am Rande, deren Leid oft nicht wahrgenommen wird, über das vielleicht geredet wird theoretisch, aber das ja nicht geteilt wird, das heute in den Mittelpunkt gerückt wird. Da die Karfreitagsprozession in Lohr gelebte Tradition ist und auch den Nachwuchs integriert, laufen Bemühungen, dass sie ins immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen wird. Auch in der Musik ist die biblische Passionsgeschichte ein zentrales Thema, etwa bei Johann Sebastian Bach. Vor 300 Jahren, am Karfreitag 1724, wurde seine Johannespassion in der Nikolaikirche in Leipzig das erste Mal aufgeführt, mit Bach selbst als Kantor. Unter der Leitung seines 18. Nachfolgers erklingt die Johannespassion dort auch heute. Ein musikalisches Drama. Bachs Johannespassion, die Leidensgeschichte von Jesus von Nazareth, in Musik verwandelt. So wie bei der Uraufführung 1724. Es war damals Bachs erster Karfreitag als Thomaskantor. Seine Komposition war anders, modern, eine Art geistliche Oper. Die Johannespassion war wie so ein Paukenschlag, weil das in Leipzig noch nicht so üblich war. Eine große dramatische Passion mit Arien, mit großem Instrumentarium. Die Thomaskirche war gestern Abend ausverkauft, Bachs ehemalige Wirkungsstätte. Sein 18. Nachfolger im Amt des Thomaskantors leitete die Aufführung. Es gibt mehrere Varianten der Johannespassion. Hier wurde die Erstfassung gespielt, beziehungsweise eine Interpretation davon. Wir haben versucht, diese Erstfassung zu rekonstruieren. Da gibt es ganz viele Fragezeichen, weil wir von der ersten Fassung nur die sogenannten Stimmdubletten haben, also nicht die Solostimmen. Wir haben auch nur die Orchester-Streichinstrumente-Dubletten und keine Blasinstrumente überliefert. 2 Stunden musikalische Emotionen. Beeindruckend war es und das berührt uns eben zutiefst. Gute Einstimmung auf das, was jetzt vor uns ist. Trauer vor der Freude. Zur Stunde wird die Johannespassion noch einmal aufgeführt, in der Leipziger Nikolaikirche, so wie am Karfreitag vor 300 Jahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 30. März. Morgen erreicht uns sehr warme Luft, die viel Sahara-Staub im Gepäck hat. Daher wird es nicht ganz so warm, wie es die Luftmasse erlauben würde. Heute Nacht fällt vor allem vom Westen bis in die Mitte, später im Norden gebietsweise Regen. Auch am Tag liegt die Westhälfte auf der wolkigeren Seite und es gibt dort stellenweise Schauer oder Gewitter. Dabei recht windig mit starken bis stürmischen Böen. Richtung Osten ist es freundlicher. An den Alpen heute Nacht über 10 Grad, in einigen Tälern Oberschwabens deutlich kühler. Morgen vielerorts um oder etwas über 20 Grad, an der Ostsee bei Seewind dagegen um 10 Grad. Ostersonntag noch ähnliches Wetter und weiterhin recht warm. Am Montag im Norden und Westen zum Teil ergiebiger Regen, sonst verbreitet unbeständig und recht windig. Am Dienstag wird es dann deutlich kühler.